Salut. Scheiße, ich besser sollen ausrichten, dass man nicht sieht, dass ich keine Hosen habe. Wisst ihr was? Ihr überlebt es, mein nackter Knie zu sehen. Ich habe gemerkt, beim letzten Mal hört man voll guten Verkehr im Hintergrund. Ich hoffe, das ist jetzt besser, weil ich jetzt an einem anderen Ort filme. Und das ist übrigens die gleiche Tür wie beim letzten Mal, einfach die andere Seite. Ich filme jetzt in meinem Schrank. Was sagt das wohl? Ich wollte wieder über das Elternreden werden, und zwar... Entschuldigung, was hast du wollen? Ich glaube, ich wollte eigentlich sagen, dass ich über das Elternwerden reden. Wie kann man sich nur so verschwätzen? Ich habe mich immer auf 30 gefreut, aber es ist nicht so, als hätte ich gar keine Angst vor dem Älterwerden. Aber im Gegensatz zu irgendwie anderen Leuten in meinem Alter hatte ich nicht Angst vor dem 3 vorne dran. Mit was ich Mühe habe, und das ist eine wahre Geschichte. Ich bin irgendwann im Badezimmer vor dem Spiegel gestanden. Und dann sehe ich so, dass ich irgendwie da ein graues Haar habe. Und ich glaube, am gleichen Tag bin ich noch... Ich weiß gar nicht, was für eine Haarfarbe geholt. Vielleicht bin ich sogar Bleiche geholt. Habe ich mir dort die Haare blau gefärbt? Ich könnte es nicht schwören. Aber meine sofortige Reaktion war, ich fühle mich zu jung, zum graue Haar haben. Ich färbe sie sofort. Und man könnte sagen, ich habe ein Impulskontrollenproblem. Das ist definitiv so. Aber auch so der Moment für mich ist wie so, die grauen Haare haben für mich mehr Aussage als 30 werden. In meinem Kopf 30 ist jung. Und das liegt vielleicht daran, dass ich ältere Verwandte habe, die ich immer noch als jung sehe und mir darum wirklich keine Sorgen mache wegen dem. Aber graue Haare haben, das in meinem Kopf ist irgendwie so, der Zerfall von meinem Körper. Und ich meine, oh mein Gott, das ist mega dramatisch. Unsere Körper fangen irgendwie, was, ab 25 Jahren sich abbauen. Es ist normal, dass alles sich verändert und ihr bergab geht. Das ist okay, das ist normal. Und ich habe zum Beispiel, gut, ich habe nicht so Mühe mit Falten, weil ich einfach nicht so Falten bekomme. Die guten Gene. Aber die grauen Haare, vor allem ich weiss, mein einer älterer Teil hat früher graue Haare bekommen und ist dann schon voll grau geworden. Und ich habe mich einfach irgendwie... Ich habe dann das Gefühl gehabt, oh, ich bekomme jetzt graue Haare. Das heisst, in ein paar Jahren bin ich voll grau. Irgendwie. Kennt ihr das Wort katastrophalisieren? Und in meinem Kopf war es, ich bin noch nicht schon voll grau. Ich bin noch zu jung für das. Ich bin erst 30. Dann bin ich auch noch nicht ganz 30 gewesen. Aber so in meinem Kopf ist das abgelaufen. Es macht mega keinen Sinn. Vor allem, heutzutage färben sich viele junge graue Haare und das sieht amazing aus. Ich finde es auch lässig. Ich habe mir das auch schon überlegt. Aber graue Haare von Natur aus war irgendwie nicht etwas, das in meinem Kopf Platz gehabt. Ich glaube, ein Teil ist halt auch, in unserer Gesellschaft werden wir sehr fest an unserer Produktivität gemessen. Also wir sind so wertvoll, wie, je nachdem wie produktiv wir sind. Und älter werden heisst Produktivität verlieren. Dann bist du irgendwann Mitte 60, wirst du pensioniert. Und dann bist du auf dem Arbeitswert nicht mehr wert und somit auch irgendwie gesellschaftlich nicht mehr. Ist überhaupt nicht meine Meinung. Ich finde schon gar nicht, dass wir irgendwie der Welt Produktivität schulden. Ich halte das für krankhafte Auswüchse von unserer Wirtschaft. Und ja, das habe ich so gesagt. Ich werde jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber es ist ja schade, weil meine Eltern sind jetzt in den 60ern und die, also ich sehe mir nicht ein, dass die nichts mehr beitragen können. Irgendwie, natürlich ist es bei jeder Person irgendwie anders. Aber das sind ja gleich immer noch alles wertvolle Menschen von unserer Gesellschaft. Also die meisten. Ich meine, es gibt auch Faschosen, die 60 sind. Die sind nicht wertvolle Mitglieder von unserer Gesellschaft. Ich sollte mal Hosen anlegen. Meine Haare sind ja noch nicht gemacht. Ich will eigentlich noch weggehen. Es ist Freitagabend. Ja, und ich gucke da drin mit der Kamera. Und bin zu müde. Kann ich wirklich nach Hause? Frage über Frage. Ich frage mich halt ein Stückchen, was sich geändert hat. Weil jetzt töne ich zwar meine Haare, aber nicht wegen der grauen Haare, sondern weil ich es cool finde, dunklere Haare zu haben. Weil ich letztes Jahr mal an einem Metal-Konzert war und viele Leute mit dunklen Haaren gesehen haben und gefunden, oh, es sieht cool aus, ich will auch. Ja, apropos so. Quarter-Life-Crisis. Aber es ist wie so, ich habe jetzt akzeptiert. Ich glaube, was mich beruhigt hat, ist, es hat nicht mehr graue Haare gegeben inzwischen. Es sind nur die zwei gewesen. Und ich so, okay, das ist ein langsamer Prozess. Ich muss jetzt nicht gerade durchdrehen. Ich werde jetzt nicht von heute auf morgen ein Kreis. Wegen etwas, wo ich mich auch alt fühle. Oder älter fühle, nicht mehr jung fühle.
ich hatte in diesem Jahr einen Unfall. Es war überhaupt nicht tragisch. Ich habe mir ein Band überdehnt. Es war nicht mal gerissen oder so. Aber teilweise, je nach Wetter und so, schwillt es wieder an. Oder es tut weh. Und jedes Mal, wenn ich das merke, dann fühle ich mich so meine Jugend beraubt. Ich bin überhaupt nicht jugendlich. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich bin in so einem komischen Zwischending, wo ich so merke, dass sich mein Körper langsam richtig älter werden entwickelt. Ich weiß noch nicht, so wahr habe, weil der Kopf ist noch voll hinten drin. Ich meine, ich merke auch, dass ich so an gewissen alten Sachen festhalte und die wieder auferleben lasse. Was definitiv für die Krise spricht. Brauche ich Hilfe? Ich meine, ich gehe nicht Therapie. Das ist wie, natürlich, empfehle ich allen übrigens. Gehen die Therapie, Kinder. Es tut euch gut, es tut niemandem. Außer die haben schlechte Therapiemenschen, aber das merken sie und dann wechseln sie aber. Ich kann es echt allen nur empfehlen, geht mal in Therapie. Sie werden euch noch wundern, was sie bringt. Viele gute Erkenntnisse. Vielleicht werden sie dann annähernd so reflektiert wie ich. Wow, was für ein Brag. Weird flex. Ihr müsst es nicht ganz so übertreiben wie ich. Ständig sich selber reflektieren ist unglaublich anstrengend und macht es teilweise schwierig im Moment zu leben. Also ich empfehle euch nicht gerade in mein Ufer rüberzufahren. Jetzt bin ich wieder müde. Höre ich jetzt jedes Video mit der U auf, dass ich finde, ich bin müde. Ich will mich selber nicht zuhören. Ich ermüde mich selber, wenn ich mir zuhöre. Ja, ich glaube, ich soll mich mal bereit machen und rauskommen. Ich hoffe, ich kann jetzt nicht all meine Gehirnzellen zum Reden aufbrauchen für das. Ja, und sonst hocke ich einfach im Ego und los anderen zu. Das ist auch mal schön. Ade!